Es hat sich gezeigt, dass der Hallenball an Dramatik gewonnen hat. Die Veranstaltung war noch besser als in den letzten Jahren. Und vor allem das Finale war ein absolutes Finale. Würdig, mit zwei Siegern, würde ich sagen. Wir werden das ausbauen. Und heuer war es deswegen auch so spannend, weil wir gewusst haben, wie es steht. So, René, bitte. Gerne den dritten Platz. Perfekt. Ingenieur Wolfgang Geier, eigentlich müsste man sagen, EFAF, Delegierten für den Flag Football. Gratuliere mal zu dem neuen Titel beim Europäischen Verband. Ganz toll, dass das jemand aus Österreich ist. Hier die fünfte Hallenball, kurze Ansprache gehalten haben Sie, es ist noch besser wie voriges Jahr waren. Man hat jetzt einmal auf der Tafel gesehen, wie es steht, deswegen war es so spannend. Wie entwickelt sich der Hallenflag in Österreich? Also der Hallenflag ist eine wunderbare Ergänzung über die Wintermonate. Er hat sich immer besser etabliert, von Jahr zu Jahr werden es mehr Teams, das Interesse ist da und die Qualität steigt. Heuer haben 8 Teams mitgemacht jetzt am Finaltag. Es fehlen da irgendwie die Klosterneuburg Indians fehlen mir und die Vipers. Müssen wir die nicht auch irgendwie einladen dazu? Sie sind selbstverständlich immer eingeladen. Warum sind die nicht dabei? Ja, also bei den Indians, die wollen einfach nicht. Saisonaufbau ist anders und bei den Vipers ist eine organisatorische Sache, die das in der Halle noch nicht zusammenbringen. Für nächstes Jahr ist geplant, wieder eine Einladung an alle auszusprechen. Ja, und selbstverständlich, alle her damit. Alle her damit. Was macht überhaupt, um auf das Erste zurückzukommen, ein EFAF-Delegierter für Flag? Ein EFAF-Delegierter für Flag? Entschuldigung, ein EFAF-Director of Development. Ja, ja. Ja, grundsätzlich, wir müssen einmal schauen, dass wir Flag in Europa überhaupt einmal zusammenfassen. Die Schwierigkeit ist, dass es in Europa zwei einzelne Länder gibt, die ein bisschen Flag spielen, aber sozusagen die Gemeinschaft ist noch nicht da. Man trifft sich einmal im Jahr, Europameisterschaft von den Senioren oder von den Junioren, und das war es auch. Und bis dahin hat man keinen Kontakt. Und an dem werde ich einerseits einmal arbeiten und dann auch von den Veranstaltungen selber Kleinigkeiten verbessern, Kleinigkeiten ändern, sodass es einfach mehr Gemeinsamkeiten gibt. Die Dimensionen vielleicht damit zu darzustellen, es gibt Länder, die riesengroße Flag-Football-Länder sind eigentlich. Ja. Und Österreich ist nicht ganz so groß, aber sehr erfolgreich. Wie kommt man zu mehr Masse? Oder kommt man automatisch zur Klasse dann auch, wenn man dann noch besser? Das gibt es natürlich verschiedene Philosophien, wie zu dem Ganzen kommen. Meine persönliche Philosophie ist, ich brauche eine Spitze, um es irgendwo zu präsentieren, um wahrgenommen zu werden. Und aus der Spitze kann ich dann die Breite erzeugen. Umgekehrt kann ich aus der Breite die Spitze erzeugen, wenn ich einmal die Breite habe. Aber um einen Sport zu etablieren, glaube ich, braucht man ein gewisses Aushängeschild, sonst wird es nicht wahrgenommen. Und das sind eben auf internationalem Niveau die Europameisterschaften. Und da sind wir dabei? Ja. Ganz gut, ne? Da sind wir ganz gut dabei, wobei die Dichte auch auf Weltniveau und auf europäischem Niveau ist sehr eng. Das heißt, ein Spiel, zwei Spiel knapp verlieren und du bist schon draußen aus der Entscheidung. Hingegen ein Spiel, zwei Spiel vielleicht mit Glück gewinnen und du bist mittendrin in der Entscheidung. Es kann manchmal verdammt eng sein zwischen dem dritten und dem achten Platz. Dann gratuliere zu der tollen Veranstaltung. Danke für das Gespräch. Und nicht vergessen auch meinen Organisator, René Zieger, weil der hat das Ganze eigentlich durchgezogen. Den wollen wir nicht vergessen. Und ja, noch viel Spaß beim EFAF Delegieren. Es wird Spaß machen, es wird aber viel Arbeit sein. Direktieren. Direktieren. Okay, Kofi, danke. Danke.